Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen wieder Monkey Island 2. In der letzten Folge sind wir hier natürlich jetzt angekommen, endlich. Ach, die ist kaputt, das heißt, da wird gar nichts rauskommen, oder? Ja. Und wir sind jetzt hier in irgendeinem mysteriösen Keller und werden von LeChuck gejagt, der eine Voodoo-Puppe von uns hat. Und ich weiß gerade nicht, was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall ist es so, dass LeChuck halt immer wieder mal auftaucht. Rootbier. Moment. Rootbier. Rootbier. Jawohl. I don't want a whole box. It's full of rootbeer. Okay, wir haben Malz. Kann ich hier noch mehr Malzbier nehmen? Nein, da kommt er schon wieder. Hey, Guybrush. It's voodoo time. Ah, jetzt werden wir wieder irgendwo anders hin teleportiert. Are you sure you want to do this? Es ist aber trotzdem immer wieder sehr, 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 sehr lustig. Ah, schön. Ich mag dieses Spiel einfach. Es ist einfach schön. Oh, nö. Aha. Gotcha. Wait a second. Oh, das ist doch unfair. Ich hoffe, der taucht jetzt nicht gleich direkt wieder auf. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. So, das heißt, wir können hier raus. Ich gehe hier mal weiter zum First Aid Raum. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas kriegen. Oh, wer ist das denn? Holy cow, these are my parents. Was? Achso, jetzt sehe ich es auch da oben. Lost parents. Moment, wir nehmen mal was mit. Nein, er kommt schon wieder. Verdammt. Gotcha. There's no need for violence. Ja. Also ich sehe übrigens gerade, das Spiel übersteuert total. So, wir sind wieder hier. Aber wir... Moment, wie war das? Oh Gott, ich versuche mich gerade... ich versuche mich gerade wieder zu erinnern. Irgendwie konnte man doch so eine... man konnte doch so ein Dingens hier bauen. Dachte ich. Aber egal, ich will nochmal in den Erste-Hilfe-Raum. Da war nämlich, glaube ich, noch irgendwas. Ich glaube, wir müssen LeChuck irgendwie aufhalten, dass der aufhört, uns ständig mit der Voodoo-Puppe da irgendwie zu malträtieren. So, Mutters Überreste, Vaters Überreste. Ist denn hier hinten noch irgendwas? Ein Mülleimer, den können wir natürlich mal aufmachen. Da gucken wir mal ganz kurz rein, ob da noch irgendwas Brauchbares drin ist. Ja, dann nimm den Stuff. It's a pair of surgical gloves. Okay. Da kann ich mir jetzt noch nichts mit vorstellen. Boy, does that look comfy. Benutze Stuhl. Setzen wir uns halt mal hin. I'd love to, but I'm kind of pressed for time. Was? Ach, Quatsch. Operationshandschuhe, Schädel. Moment. Ich habe eine Vermutung. Schädel, Handschuhe. Brauchen wir vielleicht noch... Können wir... Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen so eine Puppe oder sowas zusammenbauen. Um den Chuck abzulenken oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber... Moment, können wir die mit der Heliumflasche benutzen? Ja, so muss das sein. Einfach schön. Den vielleicht auch noch. Okay, ohne dass ich jetzt weiß, was mir das bringt gerade, haben wir jetzt aufgeblasene Handschuhe. Moment. It says I on it. I, okay. Das hilft uns nicht so wirklich weiter. Wir haben ja so viel Kram, den man irgendwie gar nicht mehr braucht. Ich bin da immer so verwundert. I love root beer. Alas, poor dad. Was? Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait. Warum? Ich mach den mal wieder voll. Aber warum? Was war der... Was war der Sinn des Ganzen? Vielleicht jetzt hier irgendwie... Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Oh, hier ist noch eine Kiste. 900 Pounds. Haben wir noch... Nee, das haben wir gar nicht. Können wir vielleicht hier mit dem... Mit Jojo irgendwas machen? I don't think that'll work. Mit der Schaufel? Can't dig that, Daddy. 900 pounds. It's nailed shut. Okay, wir bräuchten irgendwas, aber wir haben doch nichts mehr, womit wir Nägel daraus
ziehen können. Die Brechstange ist ja mittlerweile weg. Können wir vielleicht einfach den Drückehebel. I don't see anything special about it. Vielleicht müssen wir ziehen? Nee, also die Kiste scheint irgendwie zu schwer zu sein. Wenn ich... das kann ich aber auch nicht... Hä? Also wir müssen auf jeden Fall die Kiste hier irgendwie rauskriegen und LeChuck vertreiben oder so. Aber die Frage ist, wie? Wie? Irgendwas war... Ich dachte eigentlich, irgendwas wäre auch mit dem kaputten Grog-Automaten gewesen. Ah, wir haben eine Münze. Ich weiß zwar nicht genau, was die bringen soll. Ah, okay. Oh, 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 wait back. Okay, hey, Guybrush, it's Voodoo. Nein. Okay, wir haben. Can't we talk this over? Also, was vom Körper, was vom Tod, was für... wir müssen auf jeden Fall eine Voodoo-Puppe bauen. Wir haben jetzt was vom Körper, wir haben was vom Tod. Oh Gott, Moment, Moment, wir haben das Buch doch noch, oder? Hier, Voodoo-Einkaufsliste. Also, wir brauchen noch was vom Kopf, Moment. Something of the thread, haben something wir? Of the head, brauchen wir noch? Of the body, brauchen wir noch? Something of the dead. Brauchen wir. Haben wir schon. Okay, wir brauchen noch was vom... Okay, okay, okay. Also wir brauchen noch was vom Körper und wir brauchen noch was vom Haar. Aber wie können wir LeChuck was vom Haar abluchsen? Nadeln haben wir, glaube ich, auch noch, oder? Ne, Nadeln haben wir gar nicht mehr. Das heißt, eine Nadel brauchen wir eigentlich auch noch. Von Spucke verkrustetes Papier. Ne, das war von Largo. Was machen wir denn da jetzt? Well, that's one ingredient. Okay, one. Wo ist es denn? Na komm. That's two ingredients. Ja, und das war's erstmal. Hier ist aber auch sonst nichts jetzt momentan. Wie kriegen wir denn was vom... Ja, hier ist Rootbeer. Damit. Von uns können wir nichts von den Haaren nehmen oder so, oder? Kann ich die Münze? Die können wir noch nehmen. Ah, okay, die ist jetzt einfach nur beim Kleingeld gelandet. Oh Gott. Warum? Ich frage mich gerade, was wir mit dem Helium machen sollten. Ich erinnere mich. Wir müssen... I should push the little button. Ach nein. Hey, Guybrush. It's Voodoo time. Nein, jetzt... Wait a second. Ah. Are you sure you want to do this? Okay, wir sind hier. It looks very big and heavy. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, there's a monkey in my pocket, and he's stealing all my change. His stare is blank and glassy, I suspect that he's deranged. Ich wollte doch eigentlich... It's nailed shut. It says E on it. Nein, da ist er schon wieder. Now you're gonna get it. Nein, das funktioniert schon mal nicht. Also wir müssen irgendwie... Wir müssen es irgendwie schaffen, dass dieser Aufzug leichter wird oder diese Kiste irgendwie leichter wird. Wie machen wir das? Oder womit besser gesagt? Irgendwie mit Helium und Seil und dran... Moment. That doesn't seem to work.
Ja, wenn... That doesn't seem to work. Nee, das kann ich nicht benutzen. Okay. Achso, da haben wir schon drauf geguckt. Hä? Wir haben doch gar nichts mehr. Hier war die Münze und der Grog-Automat. Da haben wir jetzt nichts mehr von. Ich fülle natürlich den Handschuh mal wieder mit Helium. Weil ich irgendwie glaube, wir brauchen zwei davon. Haben wir irgendwas... Holzpolitur. I don't want to polish that. Ja, okay, das habe ich mir fast gedacht. Er will es nicht polieren. This might make a nice wall hanging. I always wanted one of these. Okay, die haben wir einfach nur so. Was haben wir denn hier noch? Mir fällt jetzt nichts ein. I think it's more of those anchovies. I can't pick that up. It looks like it's been here a long time. It's nailed shut. Ja, alles zugenagelt hier. Wie sollen wir denn hier an irgendwas rankommen? Aber was müssen wir jetzt machen? Ich weiß, wie wir was vom Haar kriegen, weil das war die Aufzugtür, der kommt nämlich dann im richtigen Moment, dann machst du die Aufzugtür zu und dann bleibt sein Bart drinne hängen. Da erinnere ich mich wieder dran, aber... Ja, hier ist nur das Malzbier. Aber wir brauchen... Now you're gonna get it. Let's bury the hatchet. Na, zu langsam. Oder es geht einfach gar nicht. Ich dachte, er war doch verwundbar gegen Malzbier, ne? Okay. Es wird gefühlt auch immer schwieriger, weil er uns immer schneller irgendwo hinschickt. Also, wir haben was... Aber wir haben nichts mehr von LeChuck. Vielleicht das Taschentuch. Vielleicht kriegen wir damit was vom Körper, nämlich Spucke oder so. Muss ich gleich mal ausprobieren. Jetzt muss er halt natürlich nur auftauchen. Die Frage ist, wo ist er? Soll ich jetzt einfach hier mal irgendwo stehen bleiben und hoffen, dass er kommt? Da muss ich natürlich gut aufpassen. Ich bleibe jetzt lieber hier in den Gängen. Nein, ja. Aha, caught you. So, Taschentuch? Here, try this. Igitt. Aber wir haben... Aber wir haben seine Spucke. So, jetzt brauchen wir nur noch was vom Bart. Das heißt, wir müssen irgendwie die Kiste leichter machen. So... Das kommt schon mal in die Voodoo-Tüte. Aber wie kriegen wir diese blöde... Ich habe gerade keinen Plan, wie ich diese Kiste irgendwie aufbekommen soll. Ja, ja, ich weiß, dass das nicht funktioniert. No, I want to save it for Elaine. Ah, schlauer Mann. Schlauer Mann. Die sind leer. Ja. Also ich würde hier... I can't dig that, Daddy. Kann ich die nicht einfach drücken? It's nailed shut. 900 pounds. I think it's a bit heavy for me. Anything special about it. Oh, Guybrush, gib mir doch mal irgendeinen Tipp gerade. Ich weiß nicht mehr weiter. Wie kriege ich diese Kiste leichter? Wir brauchen irgendein Nageleisen oder irgend sowas. Aber hier ist nirgends was. Sind hier hin... Eisenbahnschienen? Must be a pretty small railroad. Must be a pretty small railroad. Kann ich vielleicht hier mit... I don't think that'll work. I don't think that'll work. Kann ich hier Geld reinschmeißen? Nee. Hä?
Ich bin gerade total überfragt. Aber ich weiß natürlich hin. Also der letzte Part war, fand ich, der schwierigste. Zumindest damals. What? All of them? Ja. They're full of dolls. It's a box of balloons. Hey, there's only one balloon in here. So, wir haben einen Ballon. Das klingt schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir hier rüber, dann brauchen wir nochmal das Helium. Vielleicht mit dem Ballon. So, wir nehmen den Ballon und füllen den nochmal mit Helium. That doesn't seem to work. Oh, there's a monkey in my pocket, and he's stealing all my change. His stare is blank and glassy, I suspect that he's deranged. So, wenn wir jetzt alle drei benutzen. Stump Master Brand Stump Bomb. Guaranteed to prevent stump chafing for the active pirate. Stump Master Brand Stump Bomb. Guaranteed to prevent stump chafing for the active pirate. Okay, kann ich die einfach wieder auf? Dann fülle ich die mal auf. Nein! Ah, falscher. Well, ja. I'd rather be a pirate on scab than a scab on a pirate. So. Voll machen, bitte. Das ist so schön, die kommen. Das ist einfach so schön gemacht. Ich freue mich so. So, wir müssten doch eigentlich jetzt schon. Wir haben so viel Helium-Intus und in der Tasche, da müssten wir doch jetzt eigentlich viel, viel leichter sein. Geht jetzt der Aufzug zu. Nice. Aha, gotcha. Jawohl, wir haben es geschafft. Das waren die drei Heliumballons. So, wir haben was. Wir haben was vom. Perfekt. Wir haben alles zusammen für eine Voodoo-Puppe. Now all I need is a doll. Ja, eine Puppe. Wo kriegen wir jetzt. Moment. The door's closed. Ja, klar. Wir. So. Wir fahren wieder runter. Da waren doch Kisten mit. Muss der jetzt gerade auftauchen? Da waren doch Puppen. Kisten mit Puppen. So, jetzt müssen wir einmal halt komplett wieder rüberlaufen. Ne, das ist gar nicht so. Das war der zweite Raum, glaube ich, direkt. Ne, der dritte. Genau, im zweiten war die Heliumflasche. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal wieder hier rüber. Und dann da rein. What? All of them? Nein, nur eine. It's full of dolls. I'll just take one. Ja, eine reicht ja auch vollkommen. Wir brauchen nur eine Puppe, die komischerweise aussieht wie ein Pirat. So, jetzt brauchen wir aber noch Nadeln, oder? Okay, Brother. Watch out, cause I've got my own doll now. Okay, Brother. Ja, aber wir haben keine. Now you're gonna get it. I'd get everything all sticky. Let's discuss this. Like, wir brauchen noch irgendwas, um rein zu. Medical Room. Ich glaube, da war. Hier, First Aid Room. Ich dachte, da wäre eine Spritze irgendwo gewesen. Aber ich weiß es nicht mehr. Wir gucken einfach mal. Hier ist eine Medizinschublade. Natürlich, da gucken wir mal rein. There's a syringe in here. Ja, die nehmen wir mit. So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um LeChuck fertig zu machen. Unseren Bruder. Ich frage mich jetzt gerade. Entschuldigung. Now you're gonna get it. Ow, that's pretty good, Guybrush, but not good enough to stop me. So, wir gehen ihm hinterher. Natürlich, wir müssen ihn jetzt jagen. Hey? Oh, it's you. What? That again? Ja. Oh, look at me quaking in my booties. I laugh at you and your puny voodoo tinkerings. Aha! What are you gonna do now? You think you're so big. I wonder what would happen if I tore the leg off this thing. Are
macht der Hund da? Let's nimmt er einfach das Bein mit? Nee, den Arm. What? Come over here. No way. I'm not that stupid. But I want you to take my mask off. See the true face of your brother. Hallo, Star Wars. Leg or no leg, I trust you about as far as I can throw Manhattan. I tell you, I'm dying here. Take the mask off. Also ganz kurz zwischendurch, diese Folge wird jetzt Überlänge bekommen, weil ich glaube, das Spiel ist bald zu Ende und ich will jetzt nicht noch eine neue Folge draus machen. Forget it. I'm not coming over there. You've got to see my true face. No chance. It just ripped my lungs out when I get close. No, no, I promise. Please, come take off the mask. Das ist so Star Wars. All right. Aber dafür liebe ich die Spiele. Genau dafür liebe ich das. Remove my mask. My God, you're my creepy brother Chucky. What? Did you think I was kidding before? Ich, warte mal, F1 war das, oder? Okay, irgendwie hatte ich ihn anders in Erinnerung. Why have you been chasing me all over the place? Our mother told me to hunt you down. When our mother told you to hunt me down, did she actually mention killing me, or was that your idea? Look, Guybrush, could you help me out? Stick the leg back on the doll, okay? Will you promise not to hold me down and spit on me anymore? All right, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids! You're not supposed to be in here. Ah, so there you Achievement! Are. Freethinker turning the lights out, a true pirate. So, wir sind wieder klein. Und genau an den habe ich mich erinnert. So sah der Bruder für mich aus. Ein kleiner, gemeiner Bully. So. What's going on? We're scolding you for running off. Your mother and I were very concerned. Thank you for hunting down your brother like we asked, Chucky dear. You boys didn't get in any trouble now, did you? No, sir. I wish you wouldn't run off like that, young man. We were worried sick. You don't know what kinds of murderers and ne'er-do-wells might be hanging around a place like this. Das ist doch ein Freizeitpark. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. I don't have to worry about stuff like that. Of course, dear. But please, be careful. Well, come on then. Let's go ride the madly rotating buccaneer. Yeah. The madly rotating buccaneer. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Weenies, Gifts. Tja, Big Whoop war wohl kein Schatz, sondern nur ein Freizeitpark. Sehr schön. Ron Gilbert, vielen Dank für dieses Spiel. Es ist einfach immer noch, selbst jetzt nach 20 Jahren, es ist einfach grandios. Ist das überhaupt 20 Jahre alt? Nee, ich glaube nicht ganz. Na, wohl doch, könnte hinkommen. Auf jeden Fall ein super tolles Spiel. Es hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Selbst nach so langer Zeit. Und ich kannte ja die Story, grundsätzlich kannte ich ja, aber es ist einfach wunderbar. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Das ist so witzig, die Dialoge sind so, sie sind einfach so genial. Die ganzen Referenzen auf andere LucasArts-Sachen wie Star Wars, Indiana Jones, ich liebe es einfach. Und ich muss halt auch zugeben, ich bin ein absoluter LucasArts-Fan. Ja, was bleibt jetzt noch zu sagen? Eigentlich gar nichts, würde ich sagen, oder? Ich glaube, Freunde, ich lasse jetzt einfach mal hier den Abspann noch ein bisschen laufen. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es war ein super tolles Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Und ich verspreche euch, ich werde auch Monkey Island 1 nochmal spielen. Auch in der Remastered Version natürlich. Aber ansonsten bleibt mir tatsächlich momentan nicht mehr zu sagen als... Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem meiner anderen Let's Plays oder hören uns. Oh, Moment. Psst. Psst. I wonder what's keeping Guybrush. Oh, I hope LeChuck hasn't cast some horrible spell over him or anything.
Ach, schade, Elaine wartet immer noch da. Naja, da können wir wohl nichts dran ändern. So, also jetzt aber, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und ciao. So, und für die, die jetzt immer noch zuschauen, ich mache jetzt hier mal aus. Ciao.